Das bin ich, David, und ich bin auf der Suche nach einigen der seltensten und schönsten Pflanzenarten Deutschlands. Eine Expedition direkt vor meiner Haustür, auf der Suche nach den Orchideen des Saaletals. Meine Reise beginnt im Frühling. Versteckt im tiefen Laubwald suche ich eine der ersten Orchideen des Jahres, das blasse Knabenkraut. Und irgendwo hier muss es sein. Und plötzlich finde ich es. Nun muss ich weiter, denn im Laufe der kommenden Wochen möchte ich noch so einige schöne Pflanzen entdecken. Meine Suche konzentriert sich vor allem auf das Gebiet rund um die Saalestadt Jena im Herzen Thüringens. Hier gibt es einen bemerkenswerten Reichtum an den verschiedensten Orchideenarten. Zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert für ihren Weinbau bekannt, kennt man die 100.000 Einwohnerstadt heute zum Beispiel für ihre große Universität. Die Landschaft wurde vor allem durch die Saale geprägt, welche sich im Verlauf der Eiszeit in die Hochfläche hineingefressen und so markante Berge und Täler hinterlassen hat. Diese Berge steigen bei einem Saaleniveau zwischen 120 bis 170 Metern über dem Meeresspiegel auf über 400 Meter an. Für das Landschaftsbild prägend ist der Muschelkalk, welcher hier in verschiedenen Schichten vorkommt. Durch die starke Reflexion der Sonnenstrahlen an den steilen Talhängen und insbesondere durch die Wärmespeicherung des Muschelkalks gehört Jena zu den wärmsten Orten Mitteldeutschlands. Und so bin ich bei sommerlichen Temperaturen an einem späten Nachmittag im Mai wieder an den Bergen und Hängen des Saaletals unterwegs. Gleich zu Beginn meiner Wanderung finde ich den Ohensporn, der auch Puppenorchis genannt wird. Eine echte Rarität. Doch auch das in verschiedener Blütenfärbung auftretende dreizähnige Knabenkraut ist definitiv einen zweiten Blick wert. Die Sonne steht schon tief am Himmel. Und für den nächsten Morgen habe ich etwas ganz Besonderes geplant. Ganz zeitig stehe ich auf, denn heute suche ich Orchideen, die aussehen sollen wie Insekten, die sogenannten Rackwurze. Rackwurzarten sind sogenannte Täuschblumen, das heißt, sie bilden keinen eigenen Nektar und dienen bloß als optisches Signal für Insekten. Sie ahmen mit ihrer Blüte nämlich direkt weibliche Insekten nach. Zusätzlich bilden sie Sexuallockstoffe, welche denen der Weibchen der jeweiligen Bestäuberinsekten wirklich täuschend ähnlich sind. Das wiederum lockt die Männchen an, welche dann durch den Geruch, die Form und die Farbe sowie einer besonderen Behaarung an der Blüte so stimuliert werden, dass sie an dieser Scheinkopulation durchführen. Dabei wird der Pollen der Orchidee auf das Insekt übertragen. Dieses Phänomen wird auch Sexualtäuschung genannt und ist eine besondere Form der Mimikrie. Der Name Fliege, Spinne oder Bienenrackwurz deutet also auf diese besondere Beziehung zwischen Bestäuberinsekt und Orchidee hin. Musik
Doch die Suche nach diesen einzigartigen Pflanzen, welche im Film ganz einfach aussieht, ist oft harte und stundenlange Arbeit. Mit Karte, Kompass und GPS versuche ich nach den Beschreibungen von einheimischen und erfahrenen Orchideenkennern die seltensten Arten zu finden. Im Schatten von Kiefern, auf einer unscheinbaren Wiese, entdecke ich endlich das Brandknabenkraut. Die hochgradig gefährdete Art ist zierlich klein und besitzt nur millimetergroße Blüten. Und auch das Helmknabenkraut, welches wegen seiner auffälligen Blütenform diesen Namen trägt, steht auf einer benachbarten Wiese in voller Blüte. Das Purpurknabenkraut gehört zu den stattlichsten und prächtigsten heimischen Orchideenarten. Es wird bis zu 90 cm hoch und steht zum Beispiel an Waldrändern oder in lichten Kiefernforsten. Am frühen Abend begebe ich mich wieder auf den Weg. Schließlich möchte ich heute noch eine ganz besondere Orchidee suchen. Doch dann mache ich eine unverhoffte Entdeckung. Auf der Wiese neben mir habe ich die sogenannte Trollblume gefunden. Das ist eine sehr seltene Art und ich war auch sehr überrascht, dass ich die hier gefunden habe, denn eigentlich wächst sie eher im Mittelgebirge oder im Hochgebirge auf bis zu 3000 Metern. An diesem Standort wächst sie, weil es hier ein sogenanntes Hangquellmoor ist, also eine Feuchtwiese, die trotzdem dieser Pflanze optimale Bedingungen zum Wachsen gibt. Das Besondere an der Trollblume ist, dass sie mit ihren Blütenblättern so eine Kuppel bildet, in die dann Insekten hineinkriechen. Diese legen dann ihre Eier in den Stempel der Pflanze, sodass sich deren Larven von dem Samen der Trollblume ernähren können. Das geschieht aber nur so lange, bis eben der Fraßschaden an der Pflanze den positiven Effekt, also dem Bestäuben, ja, überwiegt und die Pflanze dann abstirbt. Das ist erreicht, wenn ungefähr 6 Larven in dieser einen Kuppel vorhanden sind. Und dann, zur goldenen Stunde, in der vor Sonnenuntergang das Licht besonders weich ist, finde ich auch das breitblättrige Knabenkraut. Ich nutze das letzte Licht des Tages, um diese wundervollen Blumen abzulichten. Und erst bei Einbruch der Nacht mache ich mich auf den Nachhauseweg und werde mit einem grandiosen Naturschauspiel belohnt. Neblig ist es an diesem Morgen einige Tage später, doch die Hitze des Tages liegt schon in der Luft. Deshalb ziehe ich diesmal den kühlen Buchenwald, den sonnigen Hängen des Saaletals vor. Hier herrscht selbst bei 30 Grad Außentemperatur und grellstem Sonnenschein ein dunkles und schattiges Zwielicht. Und genau hier finde ich sie, die wohl kleinste Orchidee, welche ich auf meinen Wanderungen sehen werde. Die winzig kleine und vielleicht kaum größer als ein Zahnstocher große Korallenwurz und die doch deutlich größere Vogelnestwurz sind beides Orchideenarten, welche kein eigenes Chlorophyll besitzen oder nur sehr wenig davon. Das heißt, sie können keine Photosynthese betreiben und assimilieren. Diese beiden Pflanzenarten, die dann aus so fauligem Substrat bestehen, ernähren sich nur mit Hilfe von einem Pilz, auf dem sie wachsen und der ihnen die nötigen Nährstoffe zum Leben gibt. Das nennt sich auch Mykotroph. Die Pflanze ernährt sich vom Pilz und schmarotzt von diesem. Deshalb sind diese beiden Orchideenarten auch nicht sonderlich auf Licht angewiesen und wachsen vor allen Dingen dann hier in solchen sehr, sehr schattigen, unterwuchsarmen Laub- und Buchenmischwäldern. Und genau hier finde ich auch die Vogelnestwurz. Musik.
Ich genieße noch eine Weile die Kühle des Waldes, bevor ich mich wieder auf den Weg mache. Am Wegesrand entdecke ich Waldhyazinthen. Und später die braunrote Stendelwurz. Und auch auf das markante Zweiblatt, welches zu den häufigsten Orchideen im Gebiet gehört und eher ungefährdet ist, kann ich noch einen Blick werfen. Es besitzt eine breite ökologische Amplitude und ist in den unterschiedlichsten Biotopen anzutreffen. Es ist windig und ein Wechsel aus Sonne und Wolken begleitet mich den ganzen Tag. Im lichten Wald suche ich eine ganz besonders geformte Orchidee, die aussehen soll wie der Schuh einer Frau. Der Frauenschuh ist eine Orchidee, welche durch ihre besonders geformte Lippe auffällt. Diese ist so ca. 3 bis 4 cm lang, zitronengelb und eben pantoffelförmig. Der Frauenschuh ist eine sogenannte Kesselfallenblume. Das heißt, er lockt durch seine besondere Farbgebung Insekten an. Das sind insbesondere Bienen, welche dann in diesen Schuh hineinkriechen und dort erst einmal gefangen sind. Erst wenn die Befruchtung vollzogen wurde, können die Insekten am hinteren Teil der Lippe, angelockt durch Scheinfenster, wieder entweichen und hinauskrabbeln. Der Frauenschuh duftet so ein bisschen süßlich und wächst hier vor allen Dingen in sehr lichten Laub- und Nadelwäldern auf kalk- und basenreichen humösen Böden. Doch während ich völlig vertieft in meine Beobachtungen bin, zieht ein Unwetter auf. Schleunigst verlasse ich den Berg. Aber ich habe noch einmal Glück gehabt, das Gewitter zieht vorbei. Wenige Wochen später neigt sich das Orchideenjahr bereits langsam dem Ende zu. Und bevor ich den letzten Ort auf meiner Reise besuche, rekapituliere ich beim Wandern, was ich eigentlich für ein Glück hatte, diese besonderen Pflanzen beobachten zu können. In Zeiten von menschengemachter Umweltzerstörung ist dies nicht mehr selbstverständlich und es bedarf besonderer Pflege und Schutz, um unsere einzigartige Natur zu erhalten. Am letzten Tag meiner Suche zeigt sich die Natur noch einmal von ihrer schönsten Seite. Neben der wunderschön im leuchtend purpurrot gefärbten Pyramidenorchis finde ich die Boxriemzunge. Sie fällt vor allem wegen ihrem schraubig gedrehten Mittellappen der Lippe und ihrem besonderen süßlichen Duft nach Ziegenbock, welcher über die ganze Wiese hinweg zu riechen ist, auf. In einem nahen, lichten Kiefernforst steht die Händelwurz in den letzten Strahlen der Sonne. Und auch das rote Waldvöglein, bei welchem der Name für sich spricht, verwöhnt mich noch einmal mit seinem Anblick. Thank you.
Ich mache mich auf den Heimweg und überlasse die Natur wie diesen Natternkopf wieder sich selbst.